Jo, da wären wir wieder. Und nachdem ich jetzt die letzte Folge noch rumgealbert habe mit diesem Cursed XP und Riesen-Inkubatoren-Tank und Fischen, sollte ich mich jetzt um das Öl kümmern. Das heißt, wir brauchen Zinkplatten und Stahl. Gut. Zink hatten wir hier oben schon angefangen, genau. Das können wir aber verbessern, indem wir einfach das hier machen. Das da rausnehmen. Das da reinschmeißen und so kriegen wir nach und nach unser Zink. Gut. Dann brauchen wir noch einen Platz. Das hier oben war alles für Replikatoren und so weiter gedacht. Das hier theoretisch ist weg. Das kommt hier an die Wand mit ran. Hier ist überall Platz. Nur das hier ist im Weg. Ja doch, hier unten. Hier ist gut. Gib mich mal das da. Achso, und du kannst schon mal in weiser Voraussicht ganz viele Rohre bauen. So. Die da. Das heißt, wir fangen hier unten an. Wir nehmen uns einen Pole, sagen wir mal den hier. Hier drunter kommt die Raffinerie. Dann kommt hier Leichtöl, da Schweröl, da Petroleumgas oder andersrum. Aber so, dass sie in der richtigen Reihenfolge sind. Also entweder von links nach rechts oder rechts nach links, ist egal. Und darunter dann die Unterprodukte. Genau wie in der letzten Staffel auch. Ich weiß jetzt nur nicht, wie viel Platz ich lassen soll. Also letzte Staffel war das echt schick. Es war mehr als genug Platz dazwischen. Wir konnten überall Sachen reinfriemeln. Und ich denke, ähnlich sollte ich es jetzt auch handhaben. Und das Silber hier unten stört mich phänomenal. Das muss weg. Zerstört das Silber. Es stört meine Optik. Genau wie das hier weg muss. Das muss alles einheitlich geradezu betoniert werden. Und das müsste eigentlich auch weg. Aber es ist eine endliche Ressource, die kriege ich nicht weg. Und die sollte ich wahrscheinlich auch gar nicht wegkriegen wollen, weil das ist das grüne Zeug und das brauchen wir für unsere ganzen Stromgeschichten. 1,8 Gigajoule, ja, sehr schön. So, fehlt hier unten irgendwas? Dir fehlen Fließbänder, dir fehlen Steinzahnräder. Achso, ich klaue wahrscheinlich zu viel. Jo. Okay, hör mal auf zu klauen von deinen eigenen Leuten. Oh, Forschung. Mach Forschung. Und zwar. Ich hätte gern Roboter. Geh mal auf normale Engines. So. Und ja, ich hätte gern Roboter. So schnell wie möglich, so viele wie möglich Roboter. Weil Lavalampen basteln sieht zwar ganz lustig aus, aber das bäh. Das ist so bäh. Es geht gar nicht mehr bäh als das. Mach das da weg. So, gib mir Zink. Da, sehr schön. Ich hätte gerne eine Raffinerie. Und ich habe vergessen, Stahl zu holen. Zink. Oh, genau. Mach mal so einen Craft-Cursed-Bonus bei einer Raffinerie. Das wäre echt toll. Stahl wäre da. Eisen. Helmet. Sehr gut. Eisen, 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 Eisen. Ein bisschen Kupfer auch. So. Nee, kein Curse-Bonus da. Dann hätte ich noch ganz gerne 1, 2, 3, 4 oder so davon. Und noch ein paar normale Fabriken. Und dann ist gut. Noch irgendwas von hier oben? Tränke sehen schon wieder mau aus. Aber das kann ich momentan nicht so wirklich bearbeiten. Muni. Produziere ich jetzt, glaube ich, erstmal nicht. Ja, weil wir haben noch kein wirkliches Problem, was Kämpfe angeht. Und ich denke, wir kommen auch relativ schnell in Richtung Lasertürme. Und wenn wir so dermaßen viele Solarpanels, Akkus und was weiß ich haben, dann werden wir auch genug Lasertürme setzen können, um alles abzuwehren. Da mache ich mir nicht so den Kopf. So, bin ich hier richtig? Ja, hier bin ich irgendwo richtig. Hier wollten wir hin. So, Öl ist da oben. Raffinerie, hier sieht doch schick aus. Setz mal Raffinerie dahin so.
Das System in der letzten Staffel war folgendermaßen. Ups, ups. Ja, geh weg, ich sortiere gerade Dinge. Das System war folgendermaßen. Wir hatten links ein Rohr, da zwei Rohre, da drei Rohre. Und dann jeweils so, so. Ich hasse diese Drehung. So, so, so. So. So verheddert sich der nichts, so verstüllt sich der nichts und wir können jetzt mehrere Raffinerien noch daneben schalten. Dass jetzt die Lampen genau hier sind, ist ein wenig unpraktisch, aber das kann man später auch noch beheben. Erstmal wird eh eine Raffinerie reichen. Wir bräuchten keine Tanks, das ist sehr gut. Mach mal... ein Tank für leicht, ein Tank für schwer, ein Tank für Petroleumgas. Das heißt, du kommst jetzt hier vorerst raus. Verbindest dich damit. Du kannst hier sogar abknicken, oder? Ja, du gehst direkt nach da. Du gehst nach... dahin, da so. Ja, jetzt hätten wir die schon mal alle eingebunkert. Das ist gut. Dann kommt hier Schweröl hin. Unter Schweröl hätte ich ganz gerne schon mal die erste Chemie geplant, die Lubricant macht, damit wir die roten Engines demnächst... Ist er schon fertig? Achso. Die roten Engines demnächst machen können. Schön. Du... Da nach da. Dreh dich mal. Nächstes Problem wäre dann jetzt aus Petroleumgas Schwefel herstellen, weil wir keine Schwefelbäume haben. Also ich weiß, es gibt theoretisch Schwefelbäume. Da. Aber ich weiß nicht, woher. Und ich kann die komischen Korallen... Ah, doch, hier. Genau, ich weiß nicht, woher wir die Schwefelbäume herbekommen. Brauch ein Sulfurwood. Wie bekommen wir ein Sulfurwood? Müsste ich wahrscheinlich irgendwo erforschen. Ja, das ist nicht so gut. Können wir vielleicht in der Tree Farm das einstellen? Nö. Aber wir können ja schon Holz klauen. Gut. Ja. Das heißt, das müsste ich rausfinden oder... Oh, Briketts. Ich habe keine Briketts. Ups. Ja, müsste ich irgendwie rausfinden. Oder halt lange noch das suchen. Aber ich... denke, bis dahin baue ich einfach mal kurz die Schwefelproduktion auf. Die war ja relativ einfach. Briketts? Briketts. Oh, und hier übrigens hatten wir angeblich ein Problem mit der Befüllung. Ja, weil es kommt nicht genug Kohle an. Das ist richtig. Mach mal bitte... So. So. Ihr seid alle am Werkeln? Ihr seid alle am Werkeln. Gut, dann die Briketts mitnehmen, damit wir die anderen Sachen entlasten können. Weil wir haben es Tag und wir haben nicht volle Puffer. Das ist kein guter Zustand. Aber ein 24-Stunden-Tag kommt, das ist sehr schön. Tränke ticken durch. Grünes Zeug nehme ich auch mal wieder mit, weil ich hätte gerne mehr Akkus. Bau mehr gelbe Akkus. 18 Stück, das ist eine Menge. Was mache ich hier? Ne, erstmal wollte ich die Kohlebriketts unten abliefern. Genau, kriegt auch schnelleres Ärmchen zum Entladen. Und Duck. Jo, viel besser, viel besser, viel besser. Immer noch 1,3. Ja, okay. Britzel, britzel. Achso, ich hatte oben Solarpanels abgebaut und hier unten keinen neuen aufgebaut. Das könnte auch erklären, warum er gerade so am Meckern ist. So. Holz kommt da oben nach. Öl haben wir noch nicht angeschlossen. Genau, ich wollte jetzt die Schwefelsäure machen. Also erstmal Schwefelproduktion. Das heißt, wir kriegen einfach von hier aus direkt... Niemals ganz direkt, immer indirekt direkt, damit wir noch andere Zwischensachen einschließen kann. Du machst bitte jetzt Schwefel.
Und zwar aus Wasser und Petroleumgas. Wasser ist kein Problem. Da haben wir hier diese komischen neuen... Brich das mal hier alles ab. Diese komischen... Mach weg das ganze Zeug. Diese komischen Wasserpumpen, die neuen. Die da... Die total billig sauberes Wasser herstellen, aber nicht viel sauberes Wasser. Genau, du bist schon mal da falsch angeschlossen. Oh, rote Engines, das können wir jetzt schon machen. Dann mach jetzt bitte Flugkram. Das dauert eine Weile. Du machst bitte das da weg. Gehst bitte darüber und machst hier die Verbindung. So, damit hätten wir Schwefel. Und mit Schwefel können wir Schwefelsäure herstellen. Bräuchten wir nur die nächste Fabrik. Die wird dahin bappen und dann Ärmchen dazwischen und gut ist. Und du machst bitte Schwefelsäure aus. Nochmal Wasser. Kein Problem. Wo bist du? Da bist du. Aus nochmal Wasser. Das jetzt da hinten hin macht, damit es gleichmäßig aussieht. Das müssen wir noch einstellen. Was bist du eigentlich? Lithia-Wasser? Nein. Shift rechts, Shift links. So, Wasser kommt. Schwefel kommt. Eisenplatten sind jetzt das Problem. Die... Ja, die Roboter kommen bald. Bau da eine Kiste hin und füll sie mit Eisenplatten bis dahin. Und ich werde es auf jeden Fall vergessen, das weiß ich. Aber das ist dann halt so. Du stellst Batterien her. Weak Capacitor. Ja, das wird interessant. Das heißt, du machst bitte hier eine Direktverbindung. Und brauchst ganz viel Zeug. Das ist Mist. Was brauchst du denn? Eisenplatten, Kupferplatten und Weak Capacitors. Oh Gott. Weak Capacitors kann ich überhaupt schon bauen? Ja, kann ich leider. Bau davon ein paar. So, du da rein. Du da raus. Wieder dahin. Ich könnte eine Fabrik daneben bauen für Weak Capacitors. Gucken wir mal. Braucht Eisenplatten und Draht. Das heißt, wir könnten da nochmal jeweils eine Fabrik neben machen. Also eine für Draht. Da. Und Eisen. Warte mal. Versucht das gerade irgendwie so hinzubekommen, dass wir mit Fließbändern arbeiten. Weil du könntest ja auch von hier dein Kupfer nehmen. Warte, von hier dein Kupfer nehmen. Ja, genau. Das müssen nur mehr Kupfer hier reinschmeißen. So, und du kriegst deine Eisenplatten noch besser. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Du da so. Oh Gott. So. Ja. Ja, das geht. Interessant. Interessant. Ja, doch. Gutes Wort. Interessant. Aber die kommen nicht da, wo sie hin sollen, weil das Ärmchen zu kurz ist. Ja. Das heißt, du müsstest da hin. Oh, noch besser. Da hin. Dann kann ich jetzt wieder zurück. So. Das heißt, wir brauchen jetzt nur noch das Crude Oil. Oder das Rohöl. Geh mal von hier aus bitte dahin. Damit wir hier jetzt auf die anderen Raffinerien verteilen können. So, da, da, da. Da, da. Ganz viel Zink liegt hier rum. Nehmen wir mit. Wir sind schon in der Nähe, oder? Ja, da ist es doch schon. Zack. Sauber. Runter, runter, runter. Und du bist am Rödeln. Schön.
Also, wir bekommen Schwefelsäure, wir bekommen sogar schon die ersten Batterien. Wir müssen nur Eisen und Kupfer reinlegen. Alles andere macht er hier automatisch. Und wir kriegen hier Dingens, Bummens, Gedöns, Lubricant, was wir brauchen, um rote Engines herzustellen. Das heißt, ich sollte hier nebenan eine Fabrik machen. Ich sollte hier drunter mal eine Fabrik machen, die rote Engines herstellt. Zack.